Hallöchen zusammen und willkommen zurück. Ja, ich hoffe, ihr habt alle einen frischen Kaffee am Start. Und wir schauen mal, wie wir hier weiterkommen. Ich habe noch keine Ahnung, deshalb schaue ich mal auf die Karte. Verdammt, am Waldrand ist was zu tun. Okay, also wir haben einen Haken. Steckt doch hier mal was in den Hohlraum, den ich ja so nicht sehen kann. Geht nicht. Ach so, hier können wir erstmal Wasser holen. Ach so, für Zement. Gehen wir mal zurück. Aber wir brauchen ja erstmal Zement. Nee, brauchen wir nicht. So, die Anleitung hat gesagt Zementpulver. Ja, mach weg. So, da haben wir es doch drin. Wie bekomme ich das denn jetzt bitte raus? Aufschrauben, aufdingsen. Gut, so wird es nichts. Schade eigentlich. Gehen wir mal zum Waldrand, da waren wir schon lange nicht mehr. Ja, dafür brauchen wir ja Licht. Den Sack mitnehmen? Nee, auch nicht. Also. Das ist etwas Flaches. Ich hätte hier so einen verbogenen und so. Schwierig. Ja, und hier kommen wir erstmal nicht weiter. Also, was ist hier zu tun? Die Dornen müssen weg. Und warte mal. Zum ersten Mal seit Jahren steht mein Wassermühlenrad still. Ein kleines Rinnsal ist alles, was von einem großen Fluss. Das ist Wimmelbildsprache. Vom großen Fluss übrig ist. Wenn es kein Wasser gibt, gibt es auch kein Brot. Gott weiß, was mit uns passieren wird. Müller. Zum ersten Mal seit Jahren steht mein Wassermühlenrad still. Ein kleines Rinnsal ist alles, was von einem großen Fluss übrig ist. Ach herrlich, Gott weiß, was mit uns passieren wird. Ja, schön. Was haben wir gefunden? Ein Spaten, ist nicht wahr. Damit können wir nochmal zurückgehen. Und hoffentlich Zement rausholen. Nee, natürlich nicht. Wo war denn die Sache mit dem Graben? Oh, sag bloß, die war hier am Waldrand. Nee. Hier. Ah, jetzt. Na, danke schön. Beton ist fertig. Wer ist da dran langgelaufen? 500 Kilo, Mann? So dick, wie das Ding ist. Okay, hier brauchen wir noch einen Eimer. Also, wir haben eine Laterna Magica. Lass mich raten, wir brauchen Glühwürmchen. Eine Laterne ohne Lichtquelle macht keinen Sinn und es wäre auch schön, eine Linse zu finden, um die fehlende zu ersetzen. Ja, machen wir, finden wir. Ja, und einen Eimer brauchen wir noch. Nehmen wir mal das Teil. Vom Weiten sieht es immer aus wie so ein Emblem. Also, Beweismittel. Wem geben wir die denn? Hier. Doch, das war deine beste Idee. Rein damit
ins Portal. Ach du meine Güte. Platziere die Zettel so, dass es keine sich kreuzenden Linien gibt, die sie miteinander verbinden. Also, kommst du dahin, du kommst dahin, du kommst hier unten hin, du kommst dahin, du kommst da. Ja, keine kreuzenden Linien. Okay. Habe ich wohl falsch gelesen. Lege die Bilder der Beweismittel neben die entsprechenden Zettel. Der Hauptmann hat den Angriffsplan für das Dorf genehmigt. Wir werden einen Luftangriff organisieren und Geisel nehmen. Der Kommandant hat soeben den Angriff angeordnet. Passt. Wir sind schon seit mehreren Tagen durch den Wald gelaufen, um zu diesem Dorf zu gelangen. Viele Soldaten sind deshalb müde, aber sie werden eine wohlverdiente Pause einlegen. So. Wir haben unsere Pfeilspitzen aus dem seltensten und stärksten Stahl geschmiedet. In den ganzen wilden Landen wirst du nichts Robusteres finden. Jeder Pfeil ist eine tödliche Waffe, die immer ihr Ziel trifft. Okay, das passt ja. Können wir den lesen? Ne, den können wir nicht lesen. Was ist denn das hier? In der Nähe unseres Lagers steht ein ungewöhnlicher Baum mit violetten Blättern. Seine Blätter haben eine seltsame Form. Die Soldaten konnten nicht widerstehen, sie anzuschauen, denn keiner von ihnen hatte so etwas jemals zuvor gesehen. Ja, das passt. Oh. Nee, warte. Du musst doch... So. Ja. Es ist immer eine Gefahr in der Nähe und die Soldaten spüren sie. Wir müssen unsere Waffen bereithalten. So. Ob das dann immer noch mal aufgeht, weiß ich nicht. Sie haben befohlen, die Geiseln neben zu fangen. Also müssen wir unnötige Verluste vermeiden. Ich habe keine Bilder mehr, außer das hier. Was ist denn das? Das ist schon... Mein Bogen hat sie als loyale und treue Waffe... erwiesen. Jetzt ist mein treuer Freund wieder bei mir. Dann kommst du doch dahin. Okay, das passt auch. Der Wald ist tückisch, seine Blätter können verlockend sein, aber man kann ihm nicht trauen. Ein richtiger Soldat muss immer auf der Hut sein. Ich habe hier irgendwie... Weiß nicht, es fehlen hier ein paar Sachen. Okay, den können wir nicht lesen. So, den konnten wir lesen. Der passt hier anscheinend... Ach, warte mal, da oben ist noch ein Bild. Was sind das? Nee... Jetzt haben wir das Blatt noch. Also, das ist... Der Soldat muss auf der Hut sein. Genau, das ist die Genehmigung. So, das ist anscheinend nicht richtig. Pause. Gelaufen. Vielleicht mit dem Schuhabdruck? Nee, auch nicht. Okay, der Bogen liegt richtig. Der liegt auch richtig. Das liegt nicht richtig. Mal weg da. Der Pfeil liegt aber richtig. Nee, warte mal. Dann müsste das eigentlich nach unten? Auch nicht. Das ist aber schwer. Okay, das ist jetzt doch richtig.
Ist auch. Kann ich nicht mehr bewegen. Jetzt haben wir nur noch das hier. Macht keinen Sinn. Das macht hier eigentlich Sinn. Geh doch mal. So. Also, und das war... Muss immer auf der Hut sein. Macht hier unten überhaupt keinen Sinn. Weil dass das Blatt halt immer aufgeht, ist nervig. Pause. Naja, ihr müsst doch Pause machen. Ich auch noch. Den kann ich auch noch bewegen. Ah, der kommt da unten hin. Tja, jetzt haben wir noch die beiden Zettel. Der hängt fest, der ist fest, der ist fest. Der ist fest, oder? Ja. Und der Pfeil ist fest, also... Hä? The path you've seen at the edge of the forest leads directly to the camp. Der Pfad, den du am Waldrand gesehen hast, führt direkt zum Lager. Ich schreie so, es tut mir leid. But you'll need a magical lantern to guide you and light the way. You'd better set off. Oh, don't forget to charge the lantern. Aber du brauchst eine magische Laterne, die dir den Weg zeigt und leuchtet. Du solltest dich auf den Weg machen und vergiss nicht, die Laterne aufzuladen. Ach, wie werde ich denn? I'll stay here and protect the locals if they need it. Good luck and take care. And take this. It could come in handy. Ich werde hier bleiben und die Einheimischen beschützen, wenn sie es brauchen. Viel Glück und pass auf dich auf. Und nimm das hier mit, es ist mein Handy. Entschuldigung, ich konnte nicht widerstehen. Ja, danke schön. Wir haben einen Kamm. Ich muss die magische Laterne schnell finden. Genau, du bist genauso klug wie alle anderen hier in diesem Spiel. Ja, was soll ich sagen? Gut, wir haben einen Kamm. Dachte ich mir doch. Ein Holzbrett. Na, endlich. Ich hab's schon vermisst. So, und wir haben einen Windmühleneinsatz. Okay, das ist aber ganz... Wozu wir den Hammer brauchen, weiß ich leider immer noch nicht. Warte mal. Ja, aber wir können auf jeden Fall die Windmühle hier ins Fass stecken. Das ist mein Minispielmann. Ordne die Fragmente so an, dass sie ein vollständiges Bild ergeben. Wähle zwei Fragmente aus und tausche ihre Plätze. Na, erstmal gucken, was oben und unten ist. Also, es ist oben. Mal gerne. Mogel. Ich dachte, wir machen die Windmühle. Ich suche ja die ganze Zeit die Windmühle, aber gut. Also, der Kreis, der kommt dann, glaube ich, doch eher. Hat aber auch keinen Sinn. Könnte schon mal passen. Ja, das hier vielleicht. Ja, dann müsste man sehen. Ja, ich glaube, das Ganze muss jetzt nur noch andersrum. Okay, warte mal, da muss der da. Kann ich rückwärts denken? Ich kann ja nicht mal vorwärts denken.
Das macht alles so wenig Sinn. Nee, warte mal, wo habe ich denn das Teil? Wird immer schlimmer. Oh, nee. Was? Na, das war natürlich gekonnt, ist ja klar. Okay, wir haben eine Kerze. Oh, die sehen aber wirklich hübsch aus. Und ein Eimer. Na, Mensch, jeder andere hätte Wasser erwartet, aber wir haben ein Pendel bekommen. Wozu auch immer. Pendeln wir mal. Also, brauchen wir Licht? Ja, und was brauchen wir noch? Ach, eine Linse. So. Was machen wir denn mit dem Pendel? Ach, das machen wir damit. Ist das etwa eine Weintraube? Ich... keine Ahnung. So, was stecken wir denn hier erstmal rein? Okay, also da brauchen wir eine Weintraube. Warum ich die alle hernehmen soll, die ganzen Sachen. Und nähen müssen wir das ja auch noch. Okay, schauen wir doch mal auf unsere magische Karte. Verdammt. Also, hier ist was zu tun. Tja. Brauchen die Laterne. Was habe ich denn hier noch nicht gesehen? Wenn wir so viele Teile brauchen, habe ich doch bestimmt irgendwas übersehen. Ach ja, die Dorn. Erstmal alles rausrupfen. Aber wir haben ein Wimmelbild. Finde gepaarte Gegenstände. Die Übersetzung ist ja mal wieder klasse. Ja, du bist es nicht. Drei Stück noch. So, und dann brauchen wir noch eins. Die hier. Ach. Nein, wir haben die Weintrauben. Ein Korkenzieher. Ich weiß nicht, was ich erwartet habe, aber bestimmt kein Korkenzieher. Okay, was machen wir denn mit dem Korkenzieher? Kannst ja mal versuchen. Hey, wir haben doch gar nichts mehr zum Aufmachen. Hier. Ach, hier war noch die Schublade, stimmt. Ein Tautropfen. 14 haben wir erst gefunden, naja. Was soll ich sagen? So, aber irgendwas muss hier noch sein, sonst würde das nämlich zugehen. Nähzeug. Sag mal.
Können wir den Korkenzieher wieder mitnehmen, aber das können wir leider nicht. Ey, hier muss doch noch irgendwas sein. Wir kommen hier noch mal ran. Also die Bücher sind es nicht, die Kerze ist es nicht. Bestimmt irgendwie noch so ein Tautropfen, aber keine Ahnung. Egal, wir flicken erstmal. Schön. Kommt auch gar keine Luft mehr raus. So, und jetzt wollen wir irgendwas schmelzen. Aber was? Ja, metallformbarer, genau. Ach so, nee, ist nicht wahr. Ach, komm schon. Ach. Ja, warum bin ich denn da nicht selber drauf gekommen? Egal. Können wir das jetzt endlich hier reinstecken? Hebel. So, repariert haben wir das Ganze nicht, aber egal, wir haben eine Linse. Die Kerze ist wirklich richtig hübsch. Und wir haben eine Schraube. Was? Eine Schraube? Ja, ist aber eine merkwürdige Schraube. Bitte keine Ruhe, bitte keine Ruhe. Was? Info. Finde den Weg aus dem Wald heraus. Suche und sammle verschiedene Gegenstände. Sie sollen dir helfen, deinen Weg weiterzugehen. Okay, wir nehmen den Besen, damit wir zur Not einfach weiterfliegen können. Ich weiß nicht, ich würde trotzdem nicht durchgehen. So, ich nehme mal an, hier brauchen wir eine Säge oder sowas. Ich suche mir etwas mit einem Haken und benutze ihn, um das Seil herunterzurutschen. Ja, gute Idee. Das heißt, wir müssen nochmal zurück. Ja, dann haben wir schon mal eine Axt. Können wir hier Holz hacken? Nee, können wir hier nicht. Ja, kann ich nicht zurück? Ach, ich bin hier am Anfang, glaube ich, ne? Hier lag doch... Ja, hier. Ich darf schon sagen, hier lag doch irgendwo ein Baum. Huch! Brennt. Also hier können wir nicht hin und hier... Doch. Ja, erstmal eine Schaufel. Wahrscheinlich müssen wir Sand schippen. Der Sand ist wahrscheinlich da hinten. Nee, der Sand wird hier am... Strand sein, aber ist er leider nicht. Okay. Zurückkommen wir nicht. Ach, wir kommen auch rein. Ist nicht wahr. Ins Haus rein. So, damit haben wir einen Lappen. Den können wir vielleicht nass machen. Das war's schon. Vielleicht aber auch nicht. Aber warte mal. Damit können wir doch bestimmt runterrutschen. Naja.
Es kann nur Indiana Jones. Erschlagen wir das Feuer einfach mal. Es ist vor Lachen selber ausgegangen. Aber hier können wir doch auch lang. Nee, können wir nicht. Ein Kleiderbügel. Na, die ganze Suche hat sich doch gelohnt. Wir rutschen mit einem Kleiderbügel den Baumstamm runter. I'm so glad you came here to save me. Look, I'm almost sure that the cage key is somewhere in the commander's tent. Ich bin so froh, dass du gekommen bist, um mich zu retten. Schau, ich bin mir fast sicher, dass der Käfigschlüssel irgendwo im Zelt des Kommandanten liegt. Aber weiß noch nicht, ob ich dich retten möchte. But there's a problem. A guard. He's protecting the tent. Please distract him. But be careful. We don't need extra attention now. Aber es gibt ein Problem. Eine Wache. Er bewacht das Zelt. Bitte lenk ihn ab. Aber sei vorsichtig, wir können jetzt keine zusätzliche Aufmerksamkeit gebrauchen. Genau, verhalte du dich ruhig unauffällig. Bleib am besten in einem Käfig. Ich muss die Wache ablenken, um Hector zu befreien. Denk nach, ich will den Waschbären. Komm schon, sei doch nicht so biestig. Leistest du ihm Gesellschaft? Vielen Dank, warte, ich bring dir ein Leckerli. So, wir schauen mal. Wir haben mal schon wieder die unangenehmen Geräusche. Okay, schauen wir uns mal erstmal um. Hier haben wir eine magische Blume, die ich nicht mitnehmen kann. Ich dachte, es wäre vielleicht so ein verzauberter Baum. Ist es aber nicht. Der Kürbis ist es auch nicht. Hier haben wir Feuer. Achso, das ist wahrscheinlich das Wappen. Fällt gar nicht auf, wenn ich an ihm vorbeigehe, um hier lang zu gehen. Gut, ein Wagenheber. Ganz wichtig. Heute trafen meine Kameraden und ich bei der Erkundung des Waldes auf eine seltsame Kreatur. Es sah aus wie ein gewöhnlicher Bär, aber es war so aggressiv und gab seltsame Heullaute von sich. Ich war zu Tode erschrocken. Bitte mich nicht mehr dorthin zu gehen. Virgins Agent oder so. Ja, was haben wir denn da im Feuer? Ja, ich will mir auch nicht die Finger verbrennen. Können wir ausmachen, aber natürlich nicht. Wäre viel zu einfach. Ich denke mal, wir suchen wieder einen Lappen oder sowas. Also, wir haben einen Meißel, wir haben ein Seil und eine Schraube. Oh, und wir haben den Baum gefunden. Na, sowas. So, was war denn das nochmal eigentlich? Ach, warte mal, Kneifzange? Ja, macht natürlich auch keinen Sinn, mit einer Zange das aus dem Feuer zu holen. Naja, vielleicht finden wir ja ein Messer, dass wir den Rucksack aufschneiden können. Da brauchen wir erstmal einen Schlüssel und ein Leckerli für den Waschbären. Ach so, warte mal, was haben wir denn hier? Ja, mein Fluggerät. Wir sind still, warte mal. Schade, hätte ja sein können, dass es funktioniert. Essig. Kann man immer gebrauchen. Wahrscheinlich hier für den Rucksack. Muss aufschrauben. Wenn man nicht. Okay, vielleicht braucht man noch einen Pinsel. Man weiß es nicht so genau. Ich werde mir was überlegen und wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen. Habt einen wunderbaren Tag. Bis dann. Tschüss.